Wir sprechen heute über das Ohmsche Gesetz. Ich hatte gerade folgendes Gedankenexperiment, weil das ja relativ selten in Deutschland ist, folgendes Gedankenexperiment dargestellt. Und zwar nehmen wir mal an, wir kommen morgens und denken voller Freude, jawohl, jetzt kann ich mir mein Gesicht waschen und drehen den Wasserhahn auf und es kommt nur plüpp, 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 ganz wenig Wasser, in ganz dünnen Strahl vielleicht. Normalerweise, wenn wir voll aufdrehen, sind wir gewöhnt, dass da auch ein richtig zischender Strahl ganz doll rauskommt. Jetzt hatten wir ja verglichen, der Druck, der hier herrscht, der ist in der elektrischen Geschichte übersetzt, heißt das, das entspricht sozusagen der Spannung. Und jetzt lässt sich auch klar, und wir hatten auch gesagt, das, was rausfließt, also die Menge, die Wassermenge, die entspricht der Stromstärke. Das hatten wir eben nochmal festgehalten, das ist auch ganz normal. Und wenn ich mir jetzt dieses Gedankenexperiment nochmal klar mache und sage, je mehr Druck da ist, umso mehr Wasser kommt raus, dann kann ich auch sagen, je mehr Spannung ist, umso mehr Strom fließt. Mit anderen Worten, das lässt sich mathematisch so ausdrücken, dass ich sage, U verhält sich zu I proportional. Und eine direkte Proportionalität, die kann ich auch anders ausdrücken. Und zwar, wir wissen ja noch von den Zuordnungen, das ist Quotientengleichheit. Ich könnte auch sagen, warte mal, ich nehme das mal ein kleines bisschen nach rechts. Ich könnte auch Folgendes sagen. Quotient. Dann kann ich einfach U durch I teilen. Und das, was da rauskommt, muss immer gleich sein, ist also konstant. Das klingt ganz banal. Aber das ist schon das Ohmsche Gesetz. U durch I ist konstant. Je mehr Spannung, umso mehr Strom. Das ist der ganze Haken an dem Ohmschen Gesetz. U durch I ist konstant. Also Georg Simon Ohm hatte das entdeckt. Wir machen dann auch eine Messreihe. Das lohnt sich jetzt aber nicht mit Video festzuhalten, weil das ist wirklich zu einfach. Wir werden folgende Schaltung dafür machen, basteln. Wir nehmen eine Spannungsquelle. Und da können wir die Spannung regeln. Die Spannung geht von 0 bis 20 Volt. Das steht auf dem Regler drauf. Da steht hier eine 0 und dann steht hier hinten auf der anderen Seite der Skala steht hier 20. Und dann können wir in Stufen die Spannung hochregeln, immer höher regeln. Aber ob das genau stimmt, das werden wir kontrollieren, indem wir nämlich ganz einfach ein Spannungsmesser, das sieht aus wie eine Lampe, ne, könnte man denken, bloß eine Lampe, die ist ja nur anders gebaut, die hat hier ein Kreuz durch, indem wir ein Spannungsmesser direkt hier an die Spannungsquelle anschließen und damit wir den Stromfluss sehen können und auch richtig messen können, werden wir ein Strommesser, deswegen steht nämlich A wie Ampere drauf und hier V wie Volt, mit einschalten und zwar werden wir einen Widerstand nehmen, der also den Elektronenfluss etwas behindert. So, das bis dahin. Und wenn wir jetzt die Spannung hochregeln, werden wir jedes Mal kontrollieren, ob das stimmt. Ich wette, unser Stromversorgungsgerät macht nicht genau 1 Volt Schritte. Das glaube ich nicht. Und damit wir diese genaue Spannung messen können und nachweisen können, dass Ohm wirklich immer noch recht hat, damit wir also diese Quotientengleichheit ermitteln können, werden wir praktisch eine Wertetabelle nehmen. Und zwar werden wir hier U in Volt messen und I in Ampere. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir entsprechende Werte sehen und dann werden wir noch eine weitere Gesetzmäßigkeit daraus ableiten können. So, bis dahin erstmal Fragen. Ich halte das Video erstmal an. So, um das nochmal ganz klar zu klären, wir messen U in Volt, ne, zu Ehren von Volta, und I, die Intensität, wie dolle der Strom also fließt, in Ampere. Und jetzt sage ich mal zwei alte Begriffe, die man eigentlich nicht mehr verwenden darf. Aber ich nehme es euch nicht krumm, wenn ihr einstweilen mit den Begriffen arbeitet, weil es sich leichter einprägt. Ihr müsst allerdings bloß wissen, dann was es ist. Und zwar sagt man hier zu diesem Gerät normalerweise Strommesser. Am besten ihr schreibt es nochmal sicherheitshalber ran. Strommesser. Und das ist dann der Spannungsmesser. Und jetzt kommt der alte Begriff. Und den schreibe ich mal jetzt ganz einfach schnell in Blau dazu. Hier sagt man einfach Voltmeter und hier sagt man Amperemeter. Ampere wird es ja geschrieben, Ampere, das Ampere, nicht bloß Amper, sondern Ampere. Ampermeter sagt man dazu.
Wenn ihr damit besser klarkommt mit den blauen Begriffen, nehmt die 1, 2, ihr müsst bloß wissen, dass das eine eigentlich offiziell Spannungsmesser und das andere Strommesser heißt. Das ist ein Widerstand, das wissen wir. Wir haben ja diese Schaltzeichen soweit alle schon genommen. Also bis dahin erstmal, das müsste eigentlich jetzt, ich scroll nochmal hoch zum Abschreiben und mache erstmal eine Pause. Jetzt haben wir eine Messreihe aufgenommen. Wir haben also genau die Schaltung nachgebaut und wir haben gesehen, von wegen hier in 1 Volt Schritten, nee, 1 Volt stimmte noch, 2 Volt stimmten noch und statt 3 hatten wir 2,9, statt 4 3,8 und so weiter, was hier steht. Und wir haben folgende Stromstärken gemessen, 0,018, 0,035, alles in Ampere und so weiter und so fort. So, und jetzt werden wir folgendes machen, jetzt werden wir ausprobieren mit dem Taschenrechner, die Dinger durcheinander teilen und wir werden mal sehen, ob das wirklich immer dasselbe rauskommt, ob U durch I wirklich konstant ist. Das ist jetzt unser Ziel, dafür mache ich Pause. So, jetzt haben wir mal den Quotienten U durch I, habe ich einfach mal erstmal so hingeschrieben, noch keine Einheit, haben wir gebildet. Und siehe da, natürlich, unser Messgerät, das war ein Zeigermessgerät, dann ist sowieso alles nicht ganz so genau. Dann konnten wir nicht ganz genau ablesen manchmal, weil nämlich das Skalenende erreicht war und so weiter. Wir mussten eine neue Skala einstecken und. Alles solche Schwierigkeiten kamen hier. Und deswegen ist der Quotient nur ähnlich. Der ist leider nicht komplett gleich. Gucken wir, 55,5, 57, 55, 54, 53, 51, 53. Also so lauten die ersten beiden Stellen da vorne. Aber man ahnt, dass Onkel Ohm recht hatte, ne? Denke ich mal. Oder? Ich glaube auch. So. Und jetzt kommt was, und jetzt hat die Wissenschaft zu Ehren von Georg Simon Ohm gesagt, dieses Konstant, ich schreibe das jetzt mal richtig hin, U geteilt durch I ist gleich, und das nennen wir Widerstand. R wie resistant. Resistant. Etwas ist resistent, sagt man, ist widerstandsfähig. Resistant. Das ist der Widerstand. Und U durch I ist konstant, ersetzen wir also U durch I und wir haben richtig ausgerechnet den echten Widerstand. Und der ist hier und auf dem Widerstand steht es drauf, aber da gibt es so Abweichungen. Da steht eigentlich drauf 51 Ohm, aber wir bilden mal einigermaßen einen Mittelwert und sagen, hier in diesem Fall, diese Widerstände, hier, diese hier, die sind in diesem Fall, wir mitteln das mal, ohne das jetzt groß auszurechnen, 55. Und jetzt kommt das Kurzzeichen für Ohm. Wir schreiben nicht Ohm ist gleich R, sondern wir schreiben dann 55. Und jetzt kommt der griechische Buchstabe Omega ist gleich R. Obwohl wir eigentlich sagen müssten, dieses hier ist eigentlich 55 Volt pro Ampere. Das ist das Gleiche. Man ersetzt Volt pro Ampere durch Ohm. Ist ja auch umständlich zu sagen, wir müssen noch einen Widerstand einbauen. Welchen Widerstand denn? Naja, 55 Volt pro Ampere. Ja, okay, könnte man sagen. Da sagt aber jeder Techniker, Alter, du meinst 55 Ohm, ne? Ja, hier hast du ihn. Gut. Das ist der ganze Trick. Ohmsches Gesetz ist gar nicht so schlimm, denke ich mal, ne? Ohmsches Gesetz heißt eigentlich, U durch I ist konstant. Aber wir nutzen es und es wurde dann auch so eingeführt, U durch I ist gleich R. Wir können also den Widerstand direkt berechnen, indem wir Spannung durch Strom teilen und dann statt Volt pro Ampere zu schreiben, Ohm schreiben. Das ist also hier unsere echte schöne Bezeichnung, mit der können wir was anfangen. Hier, da ist er. Das ist die schöne Bezeichnung, die Kurzbezeichnung, wohlwissend, dass das Volt pro Ampere heißt. Ich mache mal Pause. Das Ohmsche Gesetz hatten wir rausgefunden, ist gültig. Wir hatten aber dann den Versuchswiderstand, den haben wir mal angefasst. Der Teufel ist warm geworden. Dann haben wir gesagt, warte mal, was wird denn noch wärmer, sogar so doll, dass man es leuchten sieht? Das war das hier. Wir haben statt des Widerstands eine Lampe reingeschaltet und haben folgende Messreihe aufgenommen. Die Lampe, die hatte nur 6 Volt ausgehalten, deswegen haben wir hier hinten uns beeilt bei 7 und 8 und haben folgende Werte gemessen, wie sie hier stehen. Und wir haben uns schon gewundert, hier stimmt doch was nicht. Haben dann den Quotienten, 1 durch 0,2 ist 5, gebildet und haben gemerkt, verdammt nochmal, der Widerstand, der ja so errechnet wird, der nimmt immer weiter zu, je heller die Lampe leuchtete. Also wenn sie ganz hell war, dann war der Widerstand mehr als doppelt so groß. Woran kann das liegen? Wir nehmen mal an, dieses Ding hier unten, was ich hier hingemalt habe, sei ein Leiter und die blauen Dinger seien
Teilchen. Wenn Teilchen, wenn es nicht gar bei 0 Kelvin ist, wenn Teilchen also warm sind, schwingen sie. Elektronen, die hier durch müssen, werden also behindert. Dadurch, dass die Elektronen aber die Teilchen anstoßen, sich daran reiben, wird die Wärme noch größer, die schwingen noch schlimmer und die Elektronen haben es noch schwerer durchzukommen. Das ist die Erklärung dafür, dass das Ohmsche Gesetz zwar gilt, aber nur wenn man von dem Widerstand ein entsprechendes Bauteil nimmt, wo die Wärme auch gut abgeführt werden kann, denn sonst würde die Messreihe auch hier so extrem falsch sein. Man kann also wirklich sagen, je höher die Temperatur, umso weniger gilt unser Ohmsches Gesetz, müsste man eigentlich korrekterweise sagen. Gut, ich mache nochmal Pause. So, wir haben das jetzt alles besprochen, ich mache das Video erstmal aus.